Hallöchen Freunde, schön, dass ihr am Start seid zu einer weiteren Folge Grounded. Ich bin ziemlich hyped, muss ich sagen. Das Spiel gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn es euch auch gefällt, lasst gerne Like und Abo da und dann machen wir uns auf zum Heckenlabor. You can't touch this. You can't touch this. Ein bisschen was zu essen haben wir einstecken. Trinken sieht auch soweit ganz gut aus, das passt. Also, sie haben gesagt, hier unten. Ach hier, Superchip. Genau, habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen. Machen wir uns einen Wegpunkt hin und auf geht's. Hier kommen ja irgendwann noch richtig krasse Spinnen und so ein Scheiß. Ich bin echt mal gespannt, was das wird. Wann wir da überhaupt eine Chance haben. Hier rennen 1 Million rum. Was ist heute los? Aber wir müssen sie alle holen. Tut mir sehr leid, aber ich habe Bock auf Rüsselkäfer. 26 von 30 Plätzen. Kacke, Inventar ist fast voll. Wir werden ja bestimmt noch ein Lager oder sowas bauen können. Aber wir können auch die Pilze hacken. Sehe ich gerade. Ah, nee. Okay, wir brauchen bessere Axt. Alles klar. Ja, ich weiß... Ah... Oh Gott, Spinnenhöhle, alter Scheiße. Scheiße. Bloß weg. Ich glaube, die sind auch aggro. Also die sind nicht so wie die Ameisen, dass die bloß böse wären, wenn wir da mal drauf einklöppeln. Boah, da müssen wir echt aufpassen. Also ich glaube, Spinne können wir komplett vergessen aktuell. Boah, ich habe keinen Bock auf so ein Sumpfzeug hier. Da kommt doch bestimmt irgendwas ganz Komisches an. Müssen wir hier durch? Boah, sag nicht, es wird Nacht. 18:30. Super Zeit rausgesucht, um hier hinterzurennen. Scheiße. Sollte man in Zukunft vielleicht auch ein bisschen beachten, wie spät wir es haben. Was machen wir? Ist schon noch ein ganz schönes Stück, ne? Ah, gerade mal die Hälfte. Nee, Leute, es tut mir leid, wir müssen zurück. Es ist schon viel zu spät, es wird dunkel und ich habe keinen Bock, dass wir hier in der Nacht auf irgendwelche Spinnen treffen. Dann können wir uns gleich mal noch ein bisschen ums Inventar kümmern, weil es ist sowieso alles viel zu voll. Was haben wir denn hier? Ein Brett. Ah! Gott, Minispinne. Alter, ich bin übelst erschrocken. Scheiße. Haben wir eine Chance? Ich meine, die... Ist nicht groß, aber wenn wir die Jungen... Nein, ich habe keine Ausdauer mehr. Wie viel... Oh Gott, die hält trotzdem viel aus. Alter Schwede, ich will keine Spinnen. Komm her. Können wir nicht auch irgendwie blocken? Ja. Bringt das irgendwas? Oh Gott, es werden immer mehr. Nein, da kommen richtig viele. Scheiße. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier sofort weg. Ah, ich glaube, die lassen in Ruhe, oder? Lass die mich in Ruhe? Ja, sieht gut aus. Alter. Nee, ey, im Dunkeln. Scheiße. Oh, nee. Oh Gott, und hier ist es mega laut. Ich bin irgendwo reingestürzt. Boah, wenn hier gleich eine Spinne... wo ist denn meine Fackel? Fackel, Fackel. Oh Gott, bitte nicht angreifen jetzt. Ich habe übelst Schiss. Grobes Seil, stell's her. Nein, es fehlt eins. Oh Gott, das hört sich gar nicht gut an. Ich sehe aber auch absolut gar nichts. Ich glaube, hier geht's raus. Gott, ich weiß nicht, was das ist. Die Geräuschkulisse macht einen echt... Oh, guck mal. Wir haben eine... Alter, scheiße, ich bin übelst erschrocken. Oh, ich hab so Angst. Oh, bitte geht alle weg. Es war nur so eine kleine scheiß Sandmilbe, aber ich hab mir in die Hosen geschurzt. Es ist zu dunkel. Laufe ich jetzt richtig? Aua. Boah, es ist aber auch krass dunkel, das Spiel. Ich glaube, ich laufe wieder zur Hecke, ne? Mann, ich sehe nichts. Ist mein Bildschirm so dunkel? Boah, hier sind 1 Million Samtmilben. Wir müssen mal irgendwo hin, wo es ein Stückchen heller ist. Hier sah es gut aus. Nee, sah nur so aus. Ach Mann, ey, was ist denn jetzt? Ich will nicht sterben. Ich habe aber auch kein... wir sind wieder beim Brett. Brett mussten wir hier lang. Bin mir relativ sicher. Wir rennen jetzt einfach wie verrückt. Ich höre 1 Million Viecher hinter mir. Siehst wirklich gar nichts in der Nacht, ne? Nee, wir müssen eine Fackel herstellen. Das bringt nichts. Aber ich kann hier nicht in Ruhe was herstellen, wenn ich hier angegriffen werde. Mann, ich sehe nichts. Da, ich habe keine Ausdauer. Sie ist tot. War es das? Nee, eine ist es noch. Wo? Boah, wie wenig kann man denn sehen? Okay, das mache ich auf jeden Fall nie wieder, dass ich hier mitten in der Nacht irgendwo hinrenne. Ohne Fackel vor allem. Wo ist denn unsere? Ist die schon in den Arsch? Jetzt. Ich hau einfach nur ins Schwarze rein. Kann sein, dass ihr vielleicht ein kleines bisschen mehr seht, aber ich habe hier halt dieses Licht, was mich anstrahlt und das...
verdunkelt immer noch mal irgendwie alles. Oh, komm jetzt. Ich glaube, ich hab's gleich. Ja, wir haben's geschafft. Boah, mal kurz durchatmen, ey. Was war denn das? Grobes Seil. Hä, warum kann ich's jetzt herstellen? Ja, egal. Mach mal die Fackel jetzt. Boah, wir haben's, ey. Wahnsinn. Leute, Wahnsinn. Was war denn da jetzt los? Und jetzt ganz schnell wieder zurück. Hier, mysteriöse Maschine. Hier, Wegpunkt hin. Und erstmal heim. Das war mir zu viel jetzt. Alter Schwede, ich bin so heftigst erschrocken, ey. Mann, Mann, Mann. Gibt's Fallschaden in dem Spiel? Ich weiß es nicht. Werden wir wahrscheinlich früher oder später noch rausfinden. Da ist ja gar keine Chance. Es ist ja so dunkel, du siehst die Viecher ja gar nicht mehr. Zum Glück sind wir nicht in dieser Höhle auf irgendeine Spinne getroffen. Gut, wir sind wieder heim. Gott sei Dank, ey. Ich möchte nicht schlafen gehen, ohne was getrunken zu haben, weil ihr wisst, der Schlaf kostet immer enorm. Ist da reingefallen? Nee, ich war am Falschen, aber es fällt bestimmt da rein, ne? Hä? Was ist denn hier los? Nicht am Falschen? Nee. Jetzt aber. Und trink. Hä? Oh nö. Mann, wie viel Pech kann man denn haben? Es backt. So, wir haben schon wieder Durst. Wir haben Hunger. Plattlaus. Ah komm, du darfst überleben heute. Jetzt holen wir uns schnell noch was zu trinken. Aber wenn ich das haue, geht's da rein. Das sieht gut aus. Bam. Du kommst her. Was ist denn mit den Pilzen? Können wir die so essen? Oh Gott, das bringt ja fast gar nichts. Aber wir müssten doch eigentlich im Inventar schon noch irgendwas haben. Haben wir was Gekochtes? Das ist alles roh? Nö, na, dann müssen wir mal schnell was auf den Grill hauen. Wir hauen gleich alles drauf, was geht. Drei Stück können wir grillen. Und in der Zeit, wo das grillt, müssen wir natürlich bewachen wegen den Ameisen. Aber ich würde gerne mal gucken, ob wir irgendwie ein Lager bauen können. Also langsam wird es ein bisschen eng hier im Inventar. Vorratskorb. Ein primitiver Korb, der bis zu 20 Gegenstandsstapel enthält. Durch hochmoderne Markierungstechnologie kann man den Inhalt außen drauf schreiben. Brauchen Seile und Kleeblätter. Das ist fertig. Rub time. Jo, perfekt. Dann gehen wir mal fix auf die Suche. Und sobald wir das geschafft haben, machen wir uns auf jeden Fall zum Heckenlabor. Bin halt nur noch am überlegen, ob wir wirklich das Lager oder beziehungsweise unsere Base hier an dieser mysteriösen Maschine bauen. Wahrscheinlich macht das jeder am Anfang so, aber wahrscheinlich gibt's auch... Was macht denn ihr? Bisschen Liebe. Tut mir leid. Können wir es jetzt herstellen? Ja, jetzt haben wir's. Und jetzt brauchen wir unbedingt das Lager. Vorratskorb. Ja, ist wahrscheinlich nicht der beste Standort, aber ich würde sagen, wir bauen es jetzt trotzdem erstmal hierher. Vielleicht können wir dann irgendwann in Zukunft hier drumherum noch ein bisschen begradigen oder ein paar Sachen schöner machen. Aber wir haben einen kleinen Teich, ja, das ist schon ein bisschen Luxus. Wir stellen das jetzt einfach mal hier hin. Ich würde sagen, wir hauen hier mal Essen rein. Dürfen es nur nicht vergessen, weil es läuft halt auch alles ab. Also alles, was wir zum Craften brauchen, würde ich jetzt prinzipiell erstmal im Inventar lassen. Weil ich Angst habe, dass wir irgendwo zwischendurch was basteln müssen und dann ist es alles hier im Lager. Guck mal, wie wenig die Fackel hält, deswegen war die schon kaputt. Ach so, ich habe die natürlich auch die ganze... Ah, wie dumm. Ganz halt in der Hand gehabt. Wir machen uns wieder auf den Weg. Diesmal hoffentlich ein bisschen besser unterwegs als beim ersten Versuch. Oh, oh, Spinne. Nein! Alter, was hatten die für eine Range? Die hat mich ja mal... Alter Schwede, die hat mich auf 100 Kilometer gesehen. Boah, wir müssen echt aufpassen. Ich meine, wir haben mittlerweile eine Rüstung und so, aber ich glaube, die Axt ist einfach nicht mehr so das Wahre. Aber wenn ich es richtig sehe, sind die Spinnen nicht ganz so aggressiv wie die Ameisen. Also, aggressiv schon, aber die kommen ja nicht so lange hinterher. Ich finde es übrigens auch geil, dass es so ein, ich habe Angst vor Spinnenmodus gibt. Ich weiß nicht genau, wie der Fachbegriff dafür heißt. Wenn man halt eine Phobie vor den Viechern hat, dann kann man die komplett anders einstellen. Dann sehen die nicht mehr aus wie Spinnen, dann haben die keine Beine mehr und so. Ich habe ja tierisch Angst vor Unterwassermonstern. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also in Computerspielen. Ich scheiß mir in die Hose. War schon seit... Ich habe es gerade noch gesagt, ne? Was ist denn das alles? Ja, schon seit Kindheit an. Wenn mich unter Wasser was angreift, kack ich mir ein. Was war denn das? Macht ja eine Party. Erspähe eine Kreatur mit X. Guck mal hier oben. Fliege. Ah, okay, so können wir anscheinend immer weitere Einträge freischalten. Komm, hier war noch gerade eine Plattlaus. Wo ist sie? Plattlaus. Guck mal hier. Sind die lieb? Nee, ne? Wasserfloh? Okay, er macht aber nichts. Aber ich kann auch im Wasser nicht hauen. Greifst du an? Nö, der floht einfach nur rum. War ein ganz schön weiter Weg, aber wir haben es gleich geschafft. Hier scheint das nächste Labor zu sein. Aber prinzipiell hätte ich schon fast eher Bock, mir hier eine Base zu bauen. Weil es sieht deutlich hübscher und freundlicher aus. Aber weiß nicht, wir haben so ein bisschen mehr Licht hier drin. Und halt schön am Wasser. Guck mal, eine Pflaume. Der Kai ist auch am Start. Wir sind gleich da. Nächstes Labor, da haben wir's. Lass mich rein. Hä?
Gibt's hier nicht so ein Ding zum Hand drauf machen? Wir sind reingescannt im ASL-Terminal. Anscheinend brauchen wir einen anderen Eingang. Oder gibt's hier irgendein kleines Rätsel? Nö, das funktioniert nicht. Also mal schauen, wir brauchen anscheinend irgendeinen anderen Eingang. Der da hinten hat nicht funktioniert, obwohl wir im ASL-Terminal am Start sind, aber anscheinend reicht das nicht aus. Boah, hier sieht's voll schön aus. Ich glaube, wir bauen hier eine Base, weil hier ist einerseits der Boden auch viel gerader. Oh, Marienkäfer. Hallo. Ah, der ist anscheinend Endboss, ne? Wenn du dir mal das Leben oben anguckst. Ja, einerseits ist der Boden hier ein bisschen gerader. Das heißt, wir müssen hier nicht so viel terraformen und so. Wenn es überhaupt geht in dem Spiel, weiß ich natürlich nicht. Aber hier hätten wir auf jeden Fall viel Platz. Wir haben einen schönen See davor. Wir sehen das Haus. Ein paar Marienkäfer sind auch am Start. Und wir haben diese Wand hier so als Hintergrund. Ich glaube, das wird der neue Standort. Mir gefällt dieses Vieh einfach. Diese Reflexion und so auf der Haut, das sieht so mega geil aus. Mein Kleiner, hallo. Stell mich dir im Weg. Wir sind aber immer noch nicht weitergekommen, was den Superchip angeht. Die Sache ist, die Mauer ist ewig lang. Ich glaube fast nicht, dass wir hier von der anderen Seite rankommen. Hier, die Milchpackung wieder schön in den Garten geschmissen. Oh, was haben wir denn da? Bist du friedlich oder böse? Bombardierkäfer. Was machst denn du? Ah, du bist böse. Gott. Gleich zwei. Na moin. Ah, eine Spinne. Aber die Großen scheinen zumindest nicht ganz so lange hinterherzukommen. Da bin ich echt froh drüber. Ich glaube, das lassen wir mal für später. Wir müssen anscheinend doch wieder zurück. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Also hier ist auf jeden Fall versperrt. Wir können hier auch nichts weiter machen. Wir können nichts drücken. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre vielleicht nochmal von der anderen Seite ranzugehen. Weil der Punkt ist ja auch so ein bisschen da hinten. Vielleicht kommen wir irgendwo hier drüben hoch. Alter! Boah, diese Sounds in dem Spiel. Die treiben dir aber auch die Spuren in die Buchse. Alter Schwede, das klang ja wie der Predator. Mist, ich wollte da hoch. Sind wir jetzt einfach schon zu früh? Sollten wir uns doch mehr ausrüsten? Boah, bin ich schon wieder erschrocken, ne? Ah, nee. Ich dachte, vielleicht können wir uns irgendwie vorbeischleichen, aber keine Chance. Aber ich glaube auch beim besten Willen nicht, dass wir gerade eine Chance haben gegen dieses Vieh. Muss noch mal probieren? Nein! Oh nee! Ah, nee. Kommt die jetzt? Boah. Okay, also auf jeden Fall aufpassen vor Spinnennetzen. Aber ich sehe sie zumindest gerade nicht. Doch, da oben. Wenn wir richtig schnell rennen. Boah. Boah, warum wird es denn hier so dunkel? Oh, guck mal, da hinten ist... Was ist denn das? Ist das wieder so ein Wissenschaftsding? Nee, ne? Warum wird es hier so dunkel? So, weil hier so Bäume stehen. Aber wir sind dran vorbeigekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sollten hier nicht sein. Mixer Turbo. Du hast entdeckt, Mixer. Was? Von wo? Hier. Boah. Oh ne, da sind wir gleich tot. Nee. Ich glaube, das Ding kackt ab. Nee, das schaffen wir nicht. Gar keine Chance. Wir sind viel zu früh hier. Das war nicht der richtige Weg. Vielleicht ist das wirklich die Aufgabe, dass wir dieses Ding da hinten beschützen müssen, damit das irgendwas macht, damit die Tür hier aufgeht. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Tja, wir kommen hier erstmal nicht weiter, so leid es mir tut. Aber ich vermute fast, wir müssen uns wirklich erst ein bisschen besser ausrüsten. Also ein bisschen bessere Rüstung, eine bessere Waffe. Und dann können wir das nochmal probieren hier mit diesem Ding da hinten, was wir gerade beschützen sollten. Eine Libelle? Stechmücken. Ah, Samtmilben schon wieder. Aua. Warum sind die so gemein? Ich hätte ja Bock auf ein Reittier. So ein Marienkäfer, auf dem wir hier rumreiten können. Alter. Nee, das sind nur Ameisen. Moin, was ist denn los bei euch? Habt ihr irgendwas Cooles hier gefunden? Home sweet home. Gott sei Dank wieder zu Hause. Also, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen, was wir bauen können. Ob wir doch schon bessere Sachen machen können oder nicht. Vor allem, was Waffen angeht. Guck mal, Kieselspeer. Was nicht auf Distanz bleibt, wird gepiekt. Und was auf Distanz bleibt, kann man immer noch bewerfen. Guck mal, Schild. Grobes Seil.
Wo kriegen wir Madenhaut her? Wir brauchen unbedingt Maden. Das sieht geil aus. Distelstachel, weiß ich aber auch noch nicht, wo wir es herkriegen. Aber den Speer können wir uns herstellen. Wer bietet sich an? Rüsselkäfer? Kann ich den nicht werfen? Ah doch, mit R. Oh, nicht getroffen. Entschuldigung, Rüsselkäfer. Oh, jawohl. Das sieht doch schon mal nach einer ganz anderen Liga aus. Ich würde es gerne nochmal eine Ameise ausprobieren, weil die halten halt einfach mehr aus. Gut, noch ein Rüsselkäfer. Entschuldigung. Wo ist mein Speer? Hä? Gerade eben hat es den markiert. Sah so aus, als wäre der hier hintergeflogen. Nö, jetzt sag nicht, das Ding hält nur ein, zwei Würfe aus. Das ist ja mager. Ey, das hat voll viel gekostet. Und wenn wir pieksen? Oh nee, da macht es aber nicht so viel Schaden. Das ist ungefähr vergleichbar mit der Axt. Haben die denn irgendwelche Werte? Ach, hier oben. Schaden, guck mal. Und unsere Axt macht prinzipiell denselben Schaden. Komm mal her. Oh nee. Ja? Nein! Ihre Kumpel... Ah, ich habe ihre Kumpels Akri gemacht, Alter. Scheiße! Boah, zwei auf einmal sind schon gemein. Ah, das Blocken bringt schon was, ne? Ach man, wie viel Pech muss man denn immer haben? Bekämpfen die sich gegenseitig oder sind das Homies? Ah, ich wollte schnell einen Speer machen. Mann! Haben wir. Gut, also ja. Wenn du ordentlich triffst, haut schon Schaden rein, aber ist halt auch schnell wieder weg und kostet eine ganze Menge Kohle, der Speer. Ich denke, das ist das Resümee, was wir jetzt aus dieser Erfahrung ziehen können. Ich hätte halt Bock auf eine Standfackel. Irgendwas, was so ein bisschen Helligkeit gibt. Hier, Pflanzenleuchte. Ja, perfekt. Haben wir ein bisschen Helligkeit hier. War vielleicht dumm, das Ding hierher zu packen. Macht mehr Sinn, weil das hier drüben leuchtet ja schon. Passt. Und das? Entschuldigung. Brauchen unbedingt noch was zu trinken. Gebt mir einen Tropfen. Bitte. Da oben. Welche Pflanze ist es? Die hier. Her damit. Ich finde das irgendwie geil gemacht mit dem Trinken. Dass man hier nicht irgendwie Gartenwasser erstmal komplett durch irgendwelche Kocher laufen lassen muss und anheizen und Holz dafür und Co. Sondern du haust einfach mal an so einen kleinen Grashalm dran. Alles gut. Vielleicht sollten wir auch nochmal was erforschen gehen. Ich würde sagen, wir machen uns nochmal auf zur Forschungsstation. Die Ladungen sind ja sowieso voll wieder. Und wir erforschen jetzt einfach mal ein paar Sachen. Guck mal, hier Ameisenbrocken rein damit. Guck mal, Ameisenschoner, Ameisenknieschoner, Ameisenhelm und Ameisenkeule. Die ist bestimmt stark. Hauen wir den Rüsselkäferrüssel mal noch mit rein. Eine Gasmaske, okay. Wir haben bloß noch die Pilze. Pilzbrei. Dann lass mal gucken, was diese ganze Ameisengeschichte hier, die Keule. Viermal roter Ameisenbrocken, zweimal Seil und rote Ameisenmandibeln. Ja, weiß nicht genau, was das ist. Ich würde sagen, wir schlachten jetzt einfach mal Ameisen ohne Ende und gucken mal, ob irgendwas dabei rumkommt, weil ich hätte schon Bock auf eine bessere Waffe. Weil wir haben es gesehen bei diesem Ungezieferzeug da hinten. Wirklich viel Schaden machen wir nicht. Ah, die rennt dann weg, ne? Also vor so einem Speer kackt die sich irgendwie in die Hose. Ja, die holt ihre Kumpels. Wie Ameise sind. Tötest eine, kommt zwei hinterher. Ich brauch die Fackel nicht. Hä, warum ist die jetzt weg? Oh, ey, das ist ja ein Krampf mit euch. Was haben wir denn? Roter Ameisenkopf. Muss ich den jetzt immer übelst lange hinterher rennen? Nein. Achso, ich kann ja auch das werfen. Jawohl, okay. Bessere Taktik. Was gab's diesmal? Ameisenbrocken, Ameisenkopf. I don't want any trouble, Ant. Kacke. Whoa, oh nein. Oh Gott, Gott, was ist denn das? Das ist eine Kriegerameise. Vielleicht müssen wir die killen. Oh nee. Nein, nein, ich hab's weggeworfen. Ich hab keine Waffe mehr.
Alter, das ist ja fies. Die rennen in ihre... Boah! Hau doch ab! Scheiße! Ah, hier, Wissenschaft! Science! Ich hab keine Waffe mehr. Können wir damit hauen? Nee. Ah! Das ist ja Mist. Konnte ganz schnell einen Speer herstellen, jawohl. Vielleicht sollten wir wirklich mit ein paar mehr Waffen unterwegs sein. Mach doch mal die Fackel aus. Die rennt wieder in ihr Nest. Jawohl, da haben wir sie. Roter Ameisenbrocken. Also irgendwie kriegen wir nicht das, was wir brauchen, ne? Ja, das ist die Kriegerameise, ne? Guck mal vorne. Die sah doch so aus. Aber haben wir eine Chance gegen eine Kriegerameise? Ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge raus. Ich würde mich da mal ranprobieren. Ich danke euch fürs Zuschauen. Übermorgen 18:30 werde ich die Folge mal rausschmeißen. Kommt dann die nächste. Bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.